Hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werden wir die Oxalsäurebehandlung machen. Es ist kurz nach Weihnachten, das Wetter ist top, es hat so um die 3 Grad. Das bedeutet, die Bienen müssen jetzt alle in der Traube sitzen. Und dazu werde ich jetzt die Lösung ansetzen. Habe ich hier dabei. Ist schön warm, ich habe sie auf die Heizung vorgelegt. Das ist Oxavur, das ist das hier zugelassene Behandlungsmittel. Und ihr müsst wissen, sollte immer schön Zimmertemperatur haben. Deswegen habe ich hier, ich mache ja nachher noch ein paar Völker, so ein Wärmepad dabei, das habe ich hier draufgelegt, damit es schön warm bleibt und hier vorne kommt dann in meine Tasche rein. Die Anleitung sagt ja ungefähr 5 Milliliter pro besetzte Wabengasse soll man rein machen. Zumindest hier im süddeutschen Raum ist es so, ihr müsst einfach die Anleitung auf der Flasche lesen, damit ihr auch die richtige Dosierungsmenge habt. Und wichtig, ihr dürft nur einmal benutzen, weil die Oxalsäure reichert sich dem Körper an und wenn die vor dem Reinigungsflug nochmal eine zweite Behandlung bekommen, könnten die dran sterben, weil die nehmen das auf und dann nimmt die Varroa-Milbe praktisch über, wenn sie hier auf dem Rücken sitzt, das auf und stirbt praktisch ab. Würde man eine zweite Behandlung machen, dann würde es der Biene schaden. So, ich habe hier noch eine Spritze. Ich habe Puderzucker dabei, also man kann auch Zucker reinschütten, aber Puderzucker ist ja gemahlener Zucker und dadurch löst sich das auch schneller auf. So, ich würde es mal anrühren jetzt. Ich habe hier 275 Gramm und genauso viel Zucker muss man dann auch reinschütten. Und das dann schütteln, aufziehen und ich mache das Mittelmaß. Ich denke mal, keiner wird eine voll besetzte Kiste haben und deswegen mache ich dann 40 Milliliter rein, weil ich gehe einmal durch die Gassen durch und das kann immer sein, dass was neben raus tropft. Und deswegen nehme ich einfach mal das Mittelmaß und ich würde dabei wahrscheinlich dann alle verwischen und das passt dann auch so. So, das zeigt darunter. Ich sage halt vorsichtig, Oxalsäure. Ich habe hier noch die 25 Gramm vorher abgewogen, weil es sind ja nur 250 und man soll ja 275 reinmachen. In diesem schönen Pulver. So, die Ladung ist drin und ich schüttel das mal immer wieder zwischendurch, weil ich denke, es ist dann einfach, damit sich das auch auflöst. Das dauert natürlich ein bisschen. So, hier hauen wir dann das ganze Päckchen rein. Nicht über mich, sondern in die Flasche. Eine tolle Kindersicherung ist da noch drauf, dass da nichts passiert. So. Ich hoffe, dass die Hälfte jetzt nicht daneben geht. Und alles in die Flasche da rein. Ja, das geht ja nicht. So, mal die Hälfte der Flasche drin. Schütteln mal wieder, damit sich das besser anlöst, wie sich dann der Puderzucker vollständig in der Lösung aufgelöst hat. So, und jetzt kippen wir mal den Rest noch rein. Das sollte man bei ungefähr 0 Grad machen, die Behandlung, weil wenn er das bei 12, 13, 15 Grad macht, so war es ja letzte Woche, ich wollte es ja, dann fliegen euch die Bienen alle noch. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass ihr alle Bienen erwischt. So, jetzt sieht es gut aus, alles aufgelöst. Ich tue es mal wieder in die Wärme rein und dann machen wir mal den Kasten auf. Gucken wir rein, mein Pad ist auch noch schön warm. So, machen wir den Kasten auf und gucken mal rein, wie viel besetzt sind. Und dann ziehen wir die Spritze auf und tun es von oben rein träufeln.
So, dann machen wir mal die Kiste auf. Und gucken wir da rein. So. Die sitzen wahrscheinlich ganz da unten, weil es ja schön warm ist. Und jetzt gucken wir mal runter in die Gassen, um zu sehen, wie tief sie denn sitzen. Aber wie gesagt, das wird man wahrscheinlich schlecht sehen. Man kann sich auch zu Hilfe eine Taschenlampe nehmen, um mal reinzugucken. Gucken. So. Das ist noch keine. Ah, da seht ihr sie. Sehr schön. Sitzen sie. Da sitzen sie auch ganz tief praktisch unten. Sieht man sie. Sitzen. Gehen wir noch eine rüber. Da seht ihr sie. Also wunderbar. Ich habe jetzt hier mal gezählt. 1, 2, 3, 4, fast 5 besetzte Gassen. Das Futter sieht auch noch gut aus. Und jetzt werde ich die Oxalsäure aufziehen und dann da einspritzen. Also, das mal. Wir werden schon wieder aktiv ein bisschen. Mal 40 aufziehen. Dann muss Mittelmaß. So. Und das werde ich jetzt von oben runter träufeln. Einmal die Gasse und ich fahre das so zweimal drüber. Optimal ist natürlich auch, wenn man eine Spritze hat, dann kommt man praktisch bis runter und die nehmen das jetzt auf. Muss ich aufpassen, das ist nicht so viel, damit ich auch schön alle verwische, damit ich das schön durchtragen. So, das war's schon. Machen wir das Heu wieder zu. Packen sie wieder ein. Mädels, das war's. Deckel drauf. Wollen wir sie nicht länger stören, damit sie nicht auskühlen. Machen wir alles wieder schön dicht. So, Stein drauf. So. Das war's schon. Fertig ist die Oxalsäurebehandlung. Ja, liebe Imkerfreunde, das war's schon. Wie ihr gesehen habt, das war eigentlich gar kein Hexenwerk. Geht relativ zügig. Und man stört die Bienen auch nicht viel. Man kann natürlich auch die Methode machen, ich ziehe mal alle Rähmchen raus, gucke nach, wo ist noch Brut drauf, weil die Oxalsäure wirkt nur äußerlich, die geht ja nicht in die verdeckelte Brut rein. Dann könnte man mit einer Gabel die noch freilegen, die wird dann ausgetragen, weil die wird wahrscheinlich sowieso nichts werden. Aber das darf jeder für sich selber entscheiden, also diese Möglichkeiten gibt es. Man kann natürlich auch nochmal neu sortieren und auch praktisch das Nest nochmal versetzen und gucken, ob genug Futter drin ist. Aber das macht man am besten übers Wiegen und dann kann man am besten entscheiden. Wie gesagt, macht eure Erfahrung. Jeder hat da so seine eigene Methode. So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Wie ihr seht, ist relativ einfach. Ich wünsche euch noch ein schönes Restjahr. Ich sage danke, tschüss, eure Flugbiene. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, bis bald.